Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 13 von Voxel Tycoon. Ja, wir haben letztes Mal die Buslinie so ein bisschen gerade gezogen. Ne? Da ist es jetzt so, dass das dann passt mit dem Bus, dass der da von Gestrich, nee, wie heißt das, Gefrees Transfer startet und nicht von Gefrees West. Und ja, dann bringt er die Leute rum. Wir haben letztes Mal gesagt, jetzt haben wir hier 120.000, ein bisschen mehr sogar schon, dass wir damit jetzt was anfangen wollen, entweder LKWs auf die Linie bringen oder vielleicht auch den einen oder anderen Bus. Hier sind ein paar LKWs hintereinander, da müssen wir gleich mal gucken, ob die auch ordentlich wegfahren oder ob das da ein Problem gibt. Aber das Ganze machen wir noch im Intro, ne? Bis gleich. So, aber die LKWs, die werden hier, glaube ich, weniger, oder? Aber hier ist natürlich Kohle auf dem Band. Das läuft uns auf Dauer voll. 57 von 58 ist das jetzt. Und die holen jetzt hier Material ab, aber keiner holt das hier ab, oder? Die Barren. Der braucht Kohle. Haben wir hier die? Ja, hier werden wir brauchen. Aber gibt es überhaupt ein Auto da drauf, der das noch macht? Das könnte natürlich schon kompliziert werden, wenn wir das nicht haben. Ah, da fährt einer, okay. Ja, da müssen wir mal gucken, wie das wird. Aber einer ist ja eigentlich auch zu wenig hier, oder? Sehe ich das falsch? Da geht es ja gar nicht voran dann. 13 von 75, das ist zu wenig. Dann nehmen wir noch den Svens, Heubach, Sand. Sand haben wir sowieso nicht, also können wir das auch nicht ändern. Müssen wir da noch einen zweiten? Was ist denn hier? Da ist auch nichts drin. Dann lass uns noch einen zweiten LKW kaufen, der da noch was anliefert. Kaufen. Auswählen. Oh, wo ist der jetzt? Eisenbahn zum Mellerichstadt Anbau, ist das richtig? Ja. Und starten. Und wir hoffen, dass das jetzt klappt. Das war er hier, ne? Da gehen wir mal besser in die Details und sagen jetzt schon, mach mal die Eisenbahn. Sonst hat er nämlich gleich noch ein Problem. Hier steht jetzt ein Kohle-LKW, der Kohle abliefern möchte und das klappt nicht, weil es bandvoll ist. So sieht's aus. So sieht es aus. Das war das, was ich schon eben gesehen habe, dass das passieren könnte, weil er kommt zwar jetzt an, kann aber nichts abholen. Kann das sein? Das bedeutet, wir bauen da mal schnell noch was hin. Lagerhäuser. Verarbeitung. Wo kommt das Lagerhaus denn jetzt her? Ach, hier oben. Aha. Nee, Quatsch. Kohle. Ja, jetzt läuft's. Wollen wir hoffen, dass es jetzt passt mit der Anlieferung und Abfuhr. Das ist nämlich voll und da sind jetzt noch zwei drin. Aber jetzt habe ich ja gerade ein bisschen hochgeschraubt hier die Geschichte mit dem Eisen. Wir werden jetzt mit zwei Wagen abholen, ne? Shit, es sind doch drei Wagen oder was? Aber es ist hier leer, also muss das funktionieren. Drei Barren sind nur da, okay. Gut, wie viel haben wir? 73.000. Wir sollten noch weitere Fahrzeuge kaufen, um mehr Umsatz zu machen. Weil ich glaube, das mit dem Zug, das wird zu teuer, das können wir nicht machen. Ja, aber wo ist jetzt die Frage, ne? Lass uns mal gucken. Was hat er denn hier? Kupfererz haben wir nicht. Okay, dann geht er bald kaputt. Das ist auch nicht schlimm, weil da können wir ja sowieso nichts machen. Er ist hier mit schlecht unterwegs und 305 Verdienst. Die Bretter sind 290 Verdienst mit durchschnittlich.
Das ist Sand, der geht kaputt, da brauchen wir nicht drüber reden. Hier ist Erz. 255 ist auch nichts. 270 ist günstig. Kann da sein, dass diese Stadt schon ganz schön gewachsen ist? Haben wir hier schon Stadtbus in Heubach? Ich glaube nicht, ne? Ah, hier sind die Holzbalken mit 325. Ich glaube, wir setzen mal einen LKW mit Holzbalken hier noch drauf. Heubach West ist das dann, ne? Ja. Ist hier noch was? 255, das ist nix. 265. Ich denke mal, die Holzträger sind das Entscheidende. Ah, hier ist die Stadt. 290. Die Kohle hier. 250. Also haben wir das schon geklärt. Holzträger werden gefordert. Wir kaufen noch einen LKW und nehmen den und setzen die Holzträger da drauf. Holz zu Heubach West. Holz zu Heubach West gibt es zweimal. Das hat ja gut geklappt, wa? Eigentlich egal, ne? Wichtig ist, dass wir auf das Fahrzeug gehen, Details und hier die Holzträger auswählen. Der war das, ne? Dann Fahrzeug folgen. Aber ich mache mal insgesamt eine Stufe schneller hier, das ist zu langsam. So, wollen wir mal gucken, dass er Holzträger kriegt. Drei Stück an der Zahl waren das, ne? Ja. Laden voll. Entladen, das passt alles soweit. Eigentlich müsste man die Linie, die wir da gerade gesehen haben, die doppelt war, einfach einmal wegmachen, ne? Der fährt jetzt hier hinten hin, dahin und dreht hier irgendwo, ne? Schon besser? Ne, durchschnittlich war das vorhin auch schon, ne? Ja, gut. Krieg ich den mal? Ja. Mehrstadttransfer. Ja, da kann ich jetzt hier nichts sehen. Mehrstadttransfer war das, ne? Hier sehe ich jetzt nur hier oben einen Bus. Ah ne, hier sind aber hier. Da sind schon Dreier drauf. Details. Also hier bei Heubach ist ja tatsächlich nur eine Haltestelle und das ist die. Da sollten wir dann vielleicht auch gucken, dass wir das ausbauen, oder? Terminals. Warte mal, wo ist die jetzt? Die ist da. Unternehmen ging bankrott. Ja, das war ja abzusehen mit dem Kupfererz. Wollte ja auch keiner haben. Rotate. Boah, 51 kostet das hier. 20 kostet normal. Ach so, da geht das ganze Haus weg. Alles klar, das wollen wir auch nicht. Wo war das? Da war das. Die sind das, die drei, die wir haben wollen. Eins würde nicht mit reingehen, das ist dann halt so. Da ist aber das drin, dann ist dann das Haus dort weg.
Ist jetzt nicht so prickelnd. Würde ich jetzt so hinsetzen wollen. Und dann. Ist da hinten noch? Hier wäre so. Und da ist es schlecht wegen dem Bebauer hier, ne? Da wäre 22. Ah, da wären nur ein paar Häuschen, die dann weniger sind, ne? Ich setze den da auch noch hin. Hier wäre dann da. Jetzt reicht's Geld nicht mehr, ne? Na, was haben wir? 16.000. Aber eine müssten wir eigentlich noch setzen, ne? Haben wir schnell auf Dingens Fahrkarte? Ja, ne, nee, haben wir nicht. Dann machen wir mal ganz schnell auf 2. Und dann kriegen wir hier bestimmt noch einen mehr hin, oder? Nicht genug Geld, ja, ist aber nicht mehr viel, dass wir das haben, oder? So, zack, haben wir. So, jetzt müssen wir nur einen Stadtbus in Heubach machen. Sichtbarkeit, freie Kamera. Ich würde jetzt gerne eine Linie machen wollen. Geht das auch irgendwo? Tutorials? Ich glaube, das geht nicht so, ne? Da ist die Flotte. Nee, Linie kannst du nicht bauen. Das ist doof. Ja, das würde bedeuten, wir müssen hier einen Bus kaufen. Der 29 kostet, den wir jetzt natürlich doch nicht haben, ne? 3 Haltestellen mal eine zu viel, oder wie ist das? Benzin. 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 Aber 29.000. Ja, wie sieht's denn hier so aus? Läuft alles? Ja, hier wird jetzt alles abgeholt. Was macht uns... Ach ja, das ist das hier unser Problem, ne? Das kostet so viel Geld. Dafür haben wir 36 von 75 schon. Das ist schon fast die Hälfte. 74 ist die Hälfte geschafft sozusagen. Und wie wir sehen, hier sind tatsächlich keine Barren drin. Und das viele Geld ist dann weg, ne, wenn wir das, die Forschung so antreiben. Aber es muss vorangehen, anders geht es ja auch nicht. So, wir sind hier bei 18.000. Dann lass uns mal hier reingucken. 29 waren das, ne? Ja. Und ein bisschen warten, dass wir die vielleicht zusammenkriegen. Ist nicht so einfach. Ah, nicht genug Geld, ja. Ja, genau, das wissen wir ja. Sollte man einen rausnehmen? Nee, ne? Ist die Frage, ob wir an die 29.000 rankommen oder nicht, ne? Also 20 habe ich immer schon mal gesehen, aber 29 ist weit weg. 21, 22, 23, 24. Oh, jetzt geht was. 24, 25. Aha, jetzt ist da drunter auch eine grüne Zahl. Jetzt machen wir mal plus, weil wir nichts gekauft haben, wa? 26, 27 hatten wir gerade auch schon. Na, komm schon.
Haben wir nicht auch vor, mal ne, die Dingens abzubauen, die Schulden? 17. Das Ding war gerade wieder ein bisschen schlechter. Hier ist aber alles in Ordnung. Okay, jetzt geht es mit der grünen Zahl da unten wieder weiter. Dann sind wir aber gerade schlechter. Jetzt geht es wieder hoch, 25. Na? Ne, 25 war Schluss, jetzt geht es wieder runter. 22, okay. 23. 24 hatten wir da gerade. 26, 27. Ich hab's gekauft. Jetzt sind wir natürlich da unten in den Miesen, ne? Das ist nicht so doll, aber das muss halt so sein. So, halt hinzufügen. Jetzt bauen wir schnell da oben den Dingens aus. Heubach, wo bist du? Heubach Süd. Transfer. Halt hinzufügen. Heubach Nordwest. Transfer. Halt hinzufügen. Heubach Transfer. Transfer. Dann fahren wir nochmal ins Zentrum. Da oben haben wir auch noch eingebaut, ne? Genau. Dann nochmal Transfer. Und dann halt hinzufügen. Den da oben. Und dann fährt er wieder dahin. Speichern als. Stadtbus Heubach. Okay. Und starten. Den lassen wir da. Den machen wir zu. Jetzt müssen wir die Linie von dem anderen ändern. Der wo lang flitzt? Da. Halt. So, Fahrplan. Heubach Süd muss da hin. Ich glaube, Heubach Nordwest muss raus. Mehrestadt, Mehrestadt. Nee, das war der falsche Bus. Heubach, da ist es. Heubach Süd muss rein. Wo muss ich das bearbeiten? Da. Heubach hinzufügen. Wähle den Halt. Heubach Süd. Transfer. Und den schmeißen wir raus. Und fertig. Und jetzt sollte das laufen, oder? Ist der Bus schon da? Sand ist weg, das ist gut. Wo ist er denn? Ach, da unten. Jetzt sag nicht, ich hab's falsche Fahrzeug gekauft. Na super. Das war schon mal ganz schlecht, ne? Okay, das heißt, das Fahrzeug können wir stilllegen, weil auf der Route braucht er nicht fahren. Jetzt machen wir Holz West und starten. Ja, das Fahrzeug war leider das verkehrte Fahrzeug. Da haben wir Mist gebaut. So, jetzt müssen wir Geld sammeln. Der Holzträger ist gestiegen. Was gibt's an Geld? 350, wird dann auch mehr. Ich dachte, es wäre weniger geworden, aber es ist wohl mehr geworden. So, das bedeutet falsches Fahrzeug gekauft, ganz schlecht. Ja, genau das gleiche nochmal in Grün wäre dann. Ne, den müssen wir haben. Und der kostet auch noch 33.000. Wir haben gerade 13. Gut, dann fehlt es ein bisschen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir es hinkriegen, ne?
13 ist natürlich noch eine weite Strecke. Was ist hier unten los? Alles gut, ja. Aber die Kohlebänder sind voll. Und das zweite Kohlelager ist auch schon voll. Aber das erste ist schon nicht mehr so voll. Okay, dann geht's. Wird da rausgenommen? Ich glaube nicht, ne? Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ein Filter. Okay, dann müssten wir den da rausreißen, die Stelle hier, ne? Na, lassen wir erstmal so. 11.000. Was macht die Forschung? Die ist gleich fertig, dann gibt es da kein Geld mehr. Dann müssen wir aber auch gucken, dass wir das mit den Barren irgendwie geregelt kriegen, ne? Okay, aber ich würde sagen, dann machen wir erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dann den Bus endlich kaufen können und wenn das mit der Forschung fertig ist. Bis dann. Ciao.